Hallo, lieber Wassermann, und willkommen zu dieser zweiten Tarot-Jahreslegung für das Jahr 2024. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer, Tarot, und wie immer ist auch diese Legung ganz allgemein, das heißt, sie passt nicht für jeden. Und du darfst dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Ja, und wir schauen in dieser Legung in eine kleine Timeline hinein über die 4 Monate. Wir beginnen hier im Winter und das ist der Winter, der jetzt beginnt. Das heißt so Ende November, Anfang Dezember des laufenden Jahres beginnt der Winter. Wir haben dann hier den Frühling 2024, den Sommer und den Herbst und diese Timeline-Legung gibt es auch noch in einer etwas längeren, ausführlichen Form, wo ich wirklich in diese 12 Monate hineinschaue. Und diese Legung gibt es nur noch als persönliches Video zum Download. Und alle Infos dazu gebe ich dir am Ende von diesem Video. Wir schauen jetzt aber erstmal in den Winter hinein, der jetzt beginnt für den Wassermann. Und dann eben weitergehend hier in das Jahr 2024. Und ich lege zunächst wieder die Karten aus mit den Crowley-Karten hier für den Winter, den Frühling, den Sommer und für den Herbst. Und wir schauen auch direkt rein. Ich habe hier die Umsicht im Winter. Umsicht bedeutet immer, dass man achtsam ist, dass man vorsichtig ist. Ja, wir sehen hier eine Pflanze mit 8 Blüten und diese 8 Blüten, die erblühen langsam in einer geschützten Umgebung. Ja, und so kann es sein, dass du jetzt im Winter einfach achtsam und umsichtig mit dir umgehen solltest, wenn du jetzt wenn du sagst, du möchtest irgendwie etwas Neues machen, ein neues Talent entwickeln oder so, dann ist das eine Karte, die sagt, versuch dich erstmal in einem geschützten Rahmen, ja, in einem Rahmen aus Menschen, die dich verstehen und unterstützen. Die Umsicht hier im Winter ist aber schlicht und einfach auch eine Karte, die sagt, lass es einfach mal langsamer angehen. Ja, der Winter ist klassischerweise die Jahreszeit, in der sich draußen in der Natur die Kräfte zurückziehen. Im Herbst werfen die Bäume ihr Laub ab, ja, und die Kräfte ziehen sich nach innen zurück, um sich zu regenerieren, damit die Blüten im Frühjahr wieder sprießen können. Und insofern versteht sich hier für dich auch die Achtsamkeit, die Umsicht, ja, dieses sich vielleicht mal ein bisschen einigeln, die Dinge mal ein bisschen langsamer werden lassen. Ja, einfach schauen, dass man aus dem Hamsterrad des Lebens auch im Winter jetzt so ein bisschen rauskommt. Denn alle Kräfte, die sich im Winter regenerieren können, die stehen uns dann hier im Sommer auch wieder zur Verfügung. Und von dem her sollte bei uns Menschen das eben auch ein bisschen so sein, dass wir im Winter zur Ruhe kommen und im Sommer eben wirklich auch volle Power leben können. Und darum geht es hier eben auch in der Umsicht, ja? Die Dinge einfach mal langsam werden lassen. Das heißt nicht, dass wir in die Trägheit fallen sollen. Das heißt nur, ja, dass es eben auch mal ein bisschen ruhiger sein darf, ein bisschen achtsamer sein darf, ein bisschen langsamer sein darf, ein bisschen bedachter sein darf, ja, ohne in die Trägheit zu fallen. Einfach als Gegenpol zum vollen Leben im Sommer. Ja, und hierauf liegt der Eremit. Und ich weiß, der Eremit ist unter meinen Zuschauern nicht sonderlich beliebt. Aber diese Karte ist eine meiner absoluten Lieblingskarten. Weil der Eremit, der hat den Blick nach innen gewendet und in ihm ist einfach nur Licht. Ja, und ich kann das nur aus eigener Erfahrung berichten. Wenn ich meine Augen zumache, ich schaue in mich, in mir ist nur Licht, da ist keine Dunkelheit. Das ist einfach nur schön und lebendig. Und ja, von dem her ist es auch für dich hier
Das unterstreicht all das, was ich eben schon gesagt habe, nochmal. Ja, es ist in der Zeit, zur Ruhe zu kommen, nach innen zu schauen, ja, die inneren Kräfte zu regenerieren und damit auch die äußeren Kräfte zu regenerieren und vielleicht einfach auch mal sich erlauben, hin und wieder mal nichts zu tun, nur zu sein. Und ich habe hier Serapis Bey, den ägyptischen Meister, der über den ägyptischen Pyramiden steht. Und es geht hier um den Aufstieg. Und er sagt, komme mehr in dein wahres Selbst, ja? Und du sollst aus der Dunkelheit emporsteigen, denn das Licht ist hier. Und das ist eben auch das, was ich hier bei dem Eremiten eben schon gesagt habe, ja? Der Eremit, der hat keine Angst vor der Dunkelheit. Der ist vielleicht hier in der Mitte der dunklen Nacht mit den Sternen da am Himmel, ist er umgeben von Dunkelheit, aber in ihm ist nichts Dunkles. Da ist nichts, da ist einfach nur Licht, ja, und der Eremit, der lebt sein wahres Selbst. Der hat sein inneres Licht gefunden und er steht hier oben auf einem Berg. Und er strahlt nicht nur für sich selbst, er ist auch ein Licht für andere. Und das ist ein Thema, was für dich im Winter ganz wichtig ist, ja. Vielleicht einfach mal, ja, auch ein bisschen mehr meditieren, nach Meditationsgruppen schauen. Ich werde auch ab Dezember eine Meditationsgruppe anbieten, einmal im Monat, immer auf den Vollmond, immer dann, wenn es so schön Licht ist. Also vielleicht interessiert dich das eben auch. Wir schauen jetzt erstmal weiter in den Frühling. Im Frühling haben wir hier den Frieden. Und das hier ist ein Frieden, der aus der Verbindung mit dem inneren Licht entsteht. Ja, dadurch, dass eben in dir Klarheit ist. Die rechte Hand weiß, was die linke macht und die linke Hand weiß, was die rechte macht. Du bist hier in einem Zustand von Klarheit und von Ausgeglichenheit. Und auch von innen heraus geführt, aus der Intuition. Wir haben hier oben den Mond für die Intuition und hier unten die Waage für das Gleichgewicht. Also du scheinst hier irgendwie wie so ein neues inneres Gleichgewicht zu finden, was dich dann hier in das neue Jahr hineinführt. Und das ist sehr, sehr lichtvoll und klar und rein. Und wir haben hier noch den Tod. Ja, aber der Tod bringt auch immer die Sonne mit. Ja, das ist immer, in jedem Ende liegt ein Anfang und in jedem Anfang liegt ein Ende. Und es scheint mir so, als ob dir hier ganz viele Dinge klar werden, ganz viele Dinge einfach klar werden. Und wenn einem Dinge klar sind, dann kann es sein, dass man vielleicht noch Trauer in sich spürt. Aber da sind keine Zweifel, da ist keine Dunkelheit, ja. Da ist vielleicht manchmal noch ein Schmerz und eine Trauer, den die Veränderung natürlicherweise mit sich bringt, ja. Den wir aber verstehen und auch annehmen können, ja. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und jedes Ende ist ein Neuanfang und diesen Neuanfang, den sehe ich hier für dich im Frühling. Und ich habe hier die weise alte Frau, ja, auch wieder der Halbmond und die Eule. Die Eule hat ja immer die Eigenschaften, auch in den schwierigsten Lebenssituationen klar zu sehen. Und das ist etwas, was ich hier bei dir fühle, was im Winter entsteht, was sich weiterzieht in den Frühling. Einfach so dieser klare Blick, ja, der klar ist, der rein ist, der auch von Weisheit getragen ist, die aus dem Innen herauskommt. Und die alte Frau sagt, wachse an deiner aktuellen Situation. Und zum Aufstieg in eine höhere Schwingung, in ein höheres Bewusstsein gehört auch immer das Wachstum. Und
dieser Weg des Erwachens, dieser Weg des Aufwachens, wie man ihn so schön nennt, ja, das wird oft beschrieben wie ein Aufwachen aus einem Traum. Der ist nicht immer ganz einfach. Der macht uns hin und wieder mal traurig. Das gehört zum Leben, das gehört zu dieser Welt, aber die Grundenergie ist hier bei dir die Klarheit und du hast den inneren Frieden damit. Ja, aber nur weil man Klarheit hat und in Frieden ist mit den Dingen, heißt es nicht, dass man nicht hin und wieder vielleicht nochmal die eine oder andere Träne vergießt. Das bringt das alles einfach mit sich. Aber es ist ein guter Weg, es ist ein Weg des Erwachens, ja, ein Weg der Intuition, der aus dem Innern herauskommt. Und wir schauen in den Sommer. Im Sommer habe ich hier den Kaiser liegen, ja, also der Kaiser ist immer eine Karte, die zeigt, dass wir unser Leben im Griff haben. Ja, dass wir Pläne machen, die Hand und Fuß haben. Ja, das kommt auch hier mit diesem Neuanfang, machst du neue Pläne. Und das ist etwas, das liegt dir einfach gut in der Hand. Der Kaiser ist auch immer jemand, der seine Kraft annimmt. Ja, und der Impuls, dass du in deine Kraft kommst und in dein Licht kommst, der liegt hier. Und hier liegt die Annahme eben im Sommer. Wenn wir hier oben auch schon, ja, der Sommer hat einfach diese Lichtenergie, diese mitten am Himmel stehende Sommersonne, symbolisch, ja. Und du weißt, dass sich deine Mühen lohnen, ja. Der Kaiser ist auch einfach jemand, der alles dafür tut, erfolgreich zu sein. Ja, der tut alles für sein Volk, der tut alles dafür, dass sein Land eine reiche Ernte einfährt, dass seine Untertanen versorgt sind. Ja, und von dem her ist das hier eben auch eine Karte, die sagt, wenn du dich um die Dinge in deinem Leben kümmerst, ja, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen, dann wird alles wachsen und gedeihen. Aber es braucht auch diesen Einsatz dafür. Es braucht strategisches Denken. Der Kaiser ist immer jemand, der hat sowohl ein gutes Bauchgefühl, er ist auch verbunden mit seiner Kaiserin und der nimmt seine Macht an. Ja, der geht seinen Weg und sorgt dafür, dass alles gut wird. Und dann kann er eben auch mit der Ernte unter dem Arm weitergehen. Also dieser Weg, dieses Annehmen der Kraft, dieses Annehmen des Lichtes ist etwas, das wird sich vielfach für dich lohnen. Und das ist auch etwas, was dich trotzdem auch erdet in dieser Welt. Und darauf liegt der Erfolg. Ja? Der Schlüssel zum Erfolg, das bedeutet aber nicht, dass du nichts dafür tun musst. Und was mir eben gerade auch noch auffällt, ist, dass wir hier auch wieder die Waage haben. Auch wieder so dieses Gleichgewicht. Ja, also ich spüre das Gleichgewicht für dich im kommenden Jahr. Und das Gleichgewicht zu halten ist etwas, was du auch brauchst, damit du in den Erfolg kommst. Ja, und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Der Erfolg hat seine Wurzeln in strategischem Planen, im weisen Handeln, auch im Handeln nach deiner Intuition. Und du musst natürlich alles dafür tun, was notwendig ist. Das fällt nicht einfach vom Himmel, aber wenn du tust, was getan werden muss, ja, dann bist du erfolgreich. Die Energien unterstützen dich dabei. Und im Herbst haben wir hier noch den Hohepriester liegen. Ja, da wird der, das ist wie ein Schritt aus dem Kaiser in den Hohepriester. Und der Hohepriester ist im Prinzip wie der Kaiser, nur noch viel spiritueller. Das ist auch einer, der einfach lehrt. Ja, ein Lehrer. Das heißt, möglicherweise wirst du hier auf dem Weg noch etwas lernen, was du später an andere weitergeben kannst. Und der Hohepriester steht eben auch immer für die geistigen Gesetze, ja. Und das geht so in die Richtung von dem, was ich schon gesagt habe. Also wenn du dich um deine Angelegenheiten kümmerst und alles tust, was es braucht, dann bist du erfolgreich. Ja, das ist mitunter auch eins der geistigen Gesetze. Das ist so, wie wenn wir
einen Garten haben mit Pflanzen, dann müssen wir natürlich den Boden bereiten, wir müssen das ansäen, wir müssen es wässern, wir müssen schauen, dass die ganzen Bedingungen passen, dass da kein Unkraut wächst. Und dann steht einer großen Ernte eigentlich nicht wirklich was entgegen, wenn man es so ganz kurz beschreiben würde, ja. Das geht natürlich auch noch ausführlicher. Darauf liegt auch wieder das Ass der Schwerter. Ja, ich sehe die Klarheit und den klaren Blick bei dir. Das ist etwas, das ist auch ganz wichtig für dich. Diese Klarheit, der klare Blick auf die Dinge, das Folgen der Intuition. Ich sehe hier sehr viel Licht, was deinen Weg erleuchtet. Ja, und du, auch du hast hier unglaublich gute Bedingungen für Wachstum, für Erfolg, ganz viel Klarheit, ganz viel Licht. Ja, die Klarheit finden wir auch hier im Ast der Schwerter wieder. Aber es braucht natürlich auch den persönlichen Einsatz, der dafür notwendig ist. Ja, es fällt nicht einfach vom Himmel, aber all die Dinge, die du tust, wenn du deinen Weg gehst, du hast wahnsinnigen Rückenwind. Und hier habe ich noch den Phantomquarz für dich liegen und er sagt, umarme die Veränderung. Ja, erlaube den Dingen, sich zu verändern zum Guten, auch wenn es bedeutet, sich von der einen oder anderen Sache zu verabschieden, die dir vielleicht hier und da mal dein Herz schwer macht. Aber es wird sich lohnen und das Leben ist immer im Fluss, das Leben ist immer in der Veränderung, immer im Wachstum, immer in der Weiterentwicklung. Und du kannst das Neue nur dann umarmen, wenn du das Alte loslässt. Ja, lieber Wassermann, das war ein zweiter Blick in das Jahr 2024 für dich. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und hier siehst du noch ein Beispiel für eine Jahreslegung, die über 12 Monate geht, die ich nur persönlich aufnehme als Video zum Download für das neue Jahr. Und diese Legung, die geht immer von Januar bis Dezember und zeigt eben in verschiedenen Bereichen an, was wirklich wichtig ist zu sehen. Und falls dich das interessiert, falls du Interesse hast, so ein Video für das kommende Jahr zum Download zu bekommen, findest du alle Infos dazu auf meiner Website www.sonne-sand-meer-tarot.de und den Link dazu findest du ebenfalls unter dem Video. Alles Liebe!